passend zum verschimmelten Fußboden, den habe ich so gekriegt, geht es um Fußpilz im Kapitel Haut, Haare der Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und ich rede über Wirkstoffgruppen und ich bin angekommen bei Cyclopirox äußerlich. Die Wirkstoffgruppen werden in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Cyclopirox äußerlich ist geeignet. Cyclopirox hemmt das Pilzwachstum ähnlich gut wie Imidazole. Seine therapeutische Wirksamkeit ist bei der Behandlung von Fußpilz, nee, seine therapeutische Wirksamkeit bei der Behandlung von Fußpilz ist belegt. Grün, geeignet bei Pilzinfektionen der Haut wie Fußpilz. Wichtig zu wissen: Wenn sich die Haut rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Medikament vermutlich nicht. Dann sollten Sie es absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen auch einige Tage danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Cremes mit Cyclopirox sollten bei Kindern unter 6 Jahren nur nach Rücksprache mit einem Arzt eingesetzt werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In der Schwangerschaft und Stillzeit sollten Arzneien mit Cyclopirox nicht angewendet werden. In der Stillzeit dürfen Sie die Arzneien nicht auf der Brust anwenden, damit der Säugling die Wirkstoffe nicht mit der Muttermilch aufnimmt. Ich sage es nochmal, es geht um Fußpilz. Und wie man an der stillende Brust eine Pilzinfektion kriegt, ist mir auch nicht klar. Es sei denn, man stopft sich Kammbären-BH. Naja, ich bin kein Frauenarzt. Es geht weiter mit Imidazole. Das nehme ich wahrscheinlich äußerlich und das nehme ich wahrscheinlich morgen auf. Tschüss.